war dumm von mir. Das war sehr, sehr dumm von mir. Das war sehr, sehr dumm von mir. Entschuldigt. Das war mal so richtig dumm. Okay, die haben wir schon gelesen. Zack. Okay. Okay, auf geht der Peter. Hast gedacht, Wagen. Alter Schwede. Das geht. Sehr schön. Sie sind hier. Neue Errungenschaft erreicht. Blendgranaten, 2 Stück an der Zahl. Die werden wir, glaube ich, brauchen. So. Voll in die Eier. Voll in die Eier. Ja. Gut. Da kommen wir nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Klettern wir erstmal hier hoch. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich glaube, wir müssen da auch rein. So. Warten wir einfach. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir haben das Areal erstmal geschafft. Erstmal schön quick nachladen. Und das am besten, so eine Blendgranate hätte hier unten drin wahrscheinlich auch sehr gut funktioniert. Wie vermutet, müssen wir hier durch. So. Hier unten scheint auch nichts zu sein, außer diese Tür. Alles klar, und... Ich. Was zum Teufel? Was war das? Ist das sicherlich schon wieder mit Party-Typ. Oh ja. Ja, die Treppe ist wieder. Och nö. Hm. Der einzige Weg zum Hang war der durch das Gebäude. Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Naja, können wir doch drüber klettern. Nein, natürlich müssen wir erstmal
zum anderen Ende. Erstmal ein bisschen Schaden zugefügt. Und Omni. So, weggerecht. Okay. Wir drehen nochmal eine Runde. So, du Party People, du bleibst stehen. Bam! Du wirst eiskalt von mir. Umgetackelt. So, dass wir auch gleich wieder einsteigen können. Ich glaube zwar nicht, dass wir das brauchen und können. Hier haben wir erstmal Leuchtpistole. Och man, und Leuchtpistolenmunition haben wir auch noch. Ach herrje. Und die ist aus. Schnell zum Auto. Okay, und ab dafür, ab dafür. Wer ist ein Parcours-Sprinter? Ich bin ein Parcours-Sprinter. Wer sprintet Parcours? Ich sprinte Parcours. Wir haben es geschafft. Haben uns hoffentlich freigeschossen. Draußen scheint wieder alles ruhig zu sein. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze hier finden soll. Revolvermunition, ein paar Batterien sind auch immer natürlich ein Träumchen. So. Was haben wir hier? Oh, shit, Mann! Nicht die Beobachter vergessen! Und? Ja, Mann! Da haben wir den Fetti richtig gut eins mitgegeben. Das war doch mal geil, oder was? Gab's schön in Zeitlupe 1 ins Gesicht. Schön. So lobe ich mir das. Zur Belohnung gibt's ein paar Batterien und eine Leuchtfackel. Und Revolvermunition, die wir nicht mehr gebrauchen können. Sehr geil. Sehr geil, muss ich zugeben. Ich für meinen Teil rechne hier... Och du Scheiße, mit dem Schlimmsten. Bam! Auf einen Streich. Alle weggehutzt. Ich weiß wahrscheinlich... Brauche ich die nochmal irgendwann? Wow. Trust no one in the dark. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich werde ihn beherzigen. Habe ich da jemanden stratzen hören oder bin ich das gewesen? Ich tippe darauf, dass da noch jemand ist, der uns... Follow.
Aber erstmal eine Thermoskanne in dem schicken Sessel und eine Manuskriptseite. Oh, das ist gerade so, what? Wake wird vom Dunkel berührt. Ein paar der Besessenen besaßen noch Reste ihres früheren Ichs, doch das waren nicht mehr als Zuckungen eines Verstorbenen. Es blieb nur eine Hülle, bedeckt und ausgefüllt mit Finsternis. Meist genügten diese Marionetten den Zwecken des Dunkels. Bei größeren Zielen aber, wie etwa dem Schreiber, war das anders. Es brauchte seinen Verstand. Anstatt ihn also ganz zu übernehmen, berührte es ihn nur. Berühren? Aber die Besessenen besaßen, finde ich übrigens sehr gut. Wow, hier geht's tief runter. Okay, hier können wir noch zurück. Noch, wohl bemerkt. Wieso sind eigentlich hier die Treppen dauernd so kaputt? Oh shit!